Herr Lübcke, Herr Laschet, ich sage es hier noch einmal, Entschuldigung, ich muss erst den Präsidenten begrüßen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema regt mich so auf, dass ich direkt hier einsteige. Ich finde es nämlich wirklich ekelhaft, wie Sie hier Ängste schüren und eine Unsicherheit herbeireden, die ich absolut für unangemessen halte. Ich hatte vorhin schon auf die Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik hingewiesen. Und ja, es stimmt, es gibt eine Unsicherheit in der Bevölkerung. Aber ich finde, es liegt doch in unserer Verantwortung, als auch als Politik, genau das aufzunehmen und auch eben zu zeigen, dass es nicht an allen Stellen so stimmt. Und darauf hatte der Innenminister ja hingewiesen mit den Zahlen. Die Zahlen sind in der polizeilichen Kriminalstatistik da. Und ja, ich gebe Ihnen recht, wir haben ein Problem beim Thema Einbruchskriminalität. Das nehmen wir auch wahr und das nehmen wir ernst. Und deshalb gibt es Konzepte wie Riegel vor, wie Motiv, die auch gut funktionieren. Und gerade bei Riegel vor sieht man es ja, wenn man sich die hohe Zahl der, Einbrüche ansieht, die im Versuchsstadium stecken bleiben, dann sieht man, dass dieses Präventivkonzept funktioniert. Und da geht es nicht darum, den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung für die Sicherheit anzulasten, sondern wirksam dagegen vorzugehen. Und ich finde, die Forderungen, die auch von Kollegen von der Piratenfraktion genannt wurden, sind ja noch mal sehr bedenkenswert. Soweit ich weiß, gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft, wo man gemeinsam schaut, wie man diesen Einbruchsschutz eben bei den Wohnungen erreichen kann. Und ich sage Ihnen auch noch mal, Sie hatten Köln angesprochen. Ja, wir arbeiten Köln und Fehler beim Einsatz in Köln sauber ab. Aber das unterscheidet uns eben auch. Wir arbeiten Fehler, die passiert sind, und wir arbeiten auch das Thema Einbruchskriminalität sauber ab. Und Sie machen das nicht. Sie versuchen, populistische Geländegewinne zu erreichen. Und das finde ich unverantwortlich, was Sie hier betreiben. Herr Laschet, Sie haben ja gerade in Ihrer Rede gefordert, es bedarf eines Kurswechsels. Das haben Sie hier mehrfach gesagt. Sie haben aber nicht gesagt, wie ein solcher Kurswechsel aussehen soll. Sie liefern keine Antworten. Nein, das machen Sie nicht. Sie haben mir gerade keine einzige Antwort gesagt. Was ist denn Ihre Antwort? Ihre Antwort ist Schleierfahndung? Im Ernst? Ihre Antwort ist Schleierfahndung auf das Thema Einbruchskriminalität? Das meinen Sie doch nicht ganz ernst. Sie sagen, wir bräuchten eine Ausweitung der Videoüberwachung. Sie sagen, wir sollten alle Grenzen, die es im Polizeigesetz gibt, hier über Bord werfen. Das bringt doch nur Scheinsicherheit. Ja, wir arbeiten das Thema Videobeobachtung auch sauber ab. Wir prüfen Standorte auf ihre rechtlichen Voraussetzungen, ob es dort funktioniert, eingebettet in ein Gesamtkonzept mit Beamtinnen und Beamten, die hinter dem Bildschirm sehen und tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen, wenn sie ihre Kollegen an Einsatzorte lotsen können. Was Sie wollen, ist anlasslose, flächendeckende Videoüberwachung in ganz Nordrhein-Westfalen, was nichts, aber auch nur Scheinsicherheit bringt und ansonsten gar nichts. Und das unterscheidet uns eben auch, dass wir darüber reden, wie können wir innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen stärken und nicht nur über Scheinsicherheit diskutieren. Und ich will auch noch mal an die FDP sagen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, immer vom Sparen reden, und das hat Herr Witzel ja auch in der letzten Haushaltsdebatte hier gemacht, hat Einsparungen von 700 Millionen im Landeshaushalt gefordert. Das geht aber nur, wenn man auch beim Personal spart. Und das würde bedeuten, auch bei der Polizei. Ja, Sie wollen bei der Polizei sparen, wir stellen mehr ein. Das will ich hier noch mal festhalten. Allein in diesem Jahr 1920 neue Polizeibeamtinnen und Beamte.